Okay, Hollywood Inferno. 87 Gegner, 3 Secrets. Das sieht sehr zahm aus, aber schauen wir mal. Ist das jetzt so eine Art... Ist jetzt so Boss Rush mäßig? Wo man jetzt hier quasi einfach nur noch so... So einen Gang nach oben rennt. Ach komm. Also. Sie machen es manchmal so unnötig kompliziert und schwer. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Rüstung und das erste Secret. Mann, der weicht aber nicht schlecht aus. Scheiße. Ich habe glaube noch gar nicht gespeichert, ne? Ja, dann fangen wir von neu an. Ist wenigstens das Praktische an dem Feature. Man kann sich's aussuchen. So, dann mache ich hier mal ein Save, damit ich ja auch wieder normal laden kann, wie ich es gewohnt bin. Na also. Come get some. Na? Get that crap up. Ups. Scheiße. Das war Fail. Wir hatten den Kaktus da auch hin platziert, ey. Hätte der nicht woanders wachsen können. Diese ganzen Kakteen nerven halt richtig hart, ey. Ich glaube, ich muss die alle kaputt machen. Ey, hallo? Das ist doch verbuggt. Mich hat nichts killen können. Ich meine, ist okay, wenn man dann sowieso direkt wieder... Oder gibt es irgendeine Taste, auf die ich manchmal komme, die einfach nur... Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob da irgendwie steht, ja, du bist gestorben oder so. Oder vielleicht gibt es auch irgendeine Taste, die das aufruft. Weiß ich nicht. Autsch. Ja, kommt mal hier runter. So, sehr schön. Okay. Na komm. Machen wir das mal so. Eieiei, also es geht schon gut ab hier gerade. Muss man ja echt sagen. Wer wagt es? Dann kommt man hier... Nee, man kann hier nicht runterspringen. Man kann hier runter gucken. Immerhin. Aber man kann nicht über den Zaun. Na, come on. Ich muss das hier wieder verwenden, damit geht's schön easy. Mach du Kacke. Ja, das wird jetzt nicht ganz so einfach wahrscheinlich.
Bin auch am überlegen, ob da der Devastator die beste Wahl ist. Vielleicht eigentlich. Die müssen sich fast schon selber killen. Oh, ja. Ay, shit. Shit, shit, shit. Ja. Den hier nutzen wir noch direkt. Also. Okay. Nimm das. Perfekt. Also sie sind beide schon tot. Nice. Warte mal. Okay. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, weil... Ja, zwar nur die eine Laserbombe, die mich erwischt hat, okay, aber getötet hat die mich wieder safe nicht. Das war wieder bestimmt ein Bug. Hm. Aber Secret Nummer 2 haben wir auch, perfekt. Oh ja, in so ein Laserding. Oh lol, Hollywood. Love Beer. Man kann den Zeppelin nicht abknallen. Ich glaube, das ging ja in der letzten Map von Episode 3. Wenn ich das richtig weiß. Oh, da ist ja noch eine Laserfalle. Sicher ist sicher. Oha. Ach Mist. Der scheiß Viech hat mich geblockt. Das blöde Viech hat mich geblockt. Aber ich glaube, da ist der Devastator besser. Scheiße. Ich sollte speichern. Ich sollte definitiv speichern. Oh lol. Und ich sollte treffen. So, viel besser. Was hat mich getötet? Da hat mich nichts erwischen können. Das Spiel ist einfach nur verbuggt. Irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es nur die Episode ist. Weil ich meine, ich habe das Spiel ja, als ich die Edition bekommen habe. Bekommen habe vor allem, als ich mir gekauft habe, natürlich. habe ich das ganze Game halt nochmal durchgespielt für die Achievements, ne, weil warum nicht? Einfach mal nochmal einen Grund haben, um Duke Nukem 3D durchzuzocken, soll mir eh recht sein. Mein teuer war es ja eh nicht, soll irgendwie mal für 2 Euro im Angebot, easy. Aber da ist es mir, soweit ich weiß, nicht aufgefallen, dass da hin und wieder, dass man da einfach random irgendwie mal hin und wieder tot ist. Also entweder hat das was mit dem Mapset zu tun, oder ich habe es einfach nur vergessen. Definitiv möglich. Aha. Ja, krass. Ich finde einfach mal auf Anhieb alle Secrets oder was. Das passiert nicht oft. Und ich glaube jetzt in den Levels bisher auch noch gar nicht. Ja, ja. Hollywood Maintenance Transporter. I'm gonna roast your nuts over an open fire, you flaming idiot. Oh, wen haben wir denn hier? Wer bist du denn? Lol, man kann es Hollywood sein kaputt schießen. So, ich will auch noch ein bisschen
die Schiffe abknallen. Die sollen erstmal verrecken, bevor bevor ich den Endboss kill. Wollen sich aber auch wieder mal nicht treffen lassen, diese Gemeinden. So. War es das? Ne, da oben ist doch noch irgendwas. Treffe ich den? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht mal. Der soll sich mal hier runter trauen, der Feigling. Na? Komm hier runter und stell dich dem Kampf wie ein Mann. So, natürlich kommt es kurz vor Ende noch ein Anruf. Man kennt's. Und den da oben kriege ich, glaube ich, nicht mehr so einfach. Ich habe auch kein Chatpack, um mich kurz mal mit ihm da oben persönlich zu unterhalten. Komm, eine Rakete muss ich nur treffen. Boah, die Wand, die sind so knapp. Jetzt pass mal auf. Trau dich hier runter, du Feigling. Das ist doch unfair. Also ich will ja nichts sagen, aber der ist ein bisschen, bisschen enttäuschend. I wish I knew how to quit you. Oh, ich glaube, das ist der Hodensack von diesem flammenden Cycloid Emperor. Ja, wer weiß. In manchen Gegenden gelten Cycloid-Hoden bestimmt als Delikatesse oder so. Eieiei. Yeah. Aber cool, damit hätten wir doch die neue Episode auch erfolgreich bewältigt. Auch wenn mir jetzt ganz am Schluss so ein einzelner Gegner entwischt ist, aber sei es ihm gegönnt. Sei es ihm gegönnt. Aber gut. Würde ich einfach mal sagen, man sieht sich beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.